Um die Pandemie wirklich eindämmen zu können, müssen wir so gut wie möglich alle Kontakte eindämmen. Auch in der Arbeitswelt. Alle nicht überlebensrelevanten Bereiche der Wirtschaft müssen stillgelegt werden. Niemand darf zurückgelassen werden. Menschen können nur dann zu Hause bleiben, wenn sie finanziell abgesichert sind. Besonders hart trifft die Krise zum Beispiel Menschen mit niedrigem Einkommen, Studierende, Obdachlose oder Geflüchtete, hier und an den europäischen Außengrenzen. Deshalb fordern wir Rettungspakete und Konzepte, die den Menschen in allen Lebenslagen gerecht werden und nicht nur den Konzernen. Wir fordern den sofortigen Ausbau der sozialen Gesundheitsinfrastruktur. Der Pflegebereich muss sofort massiv ausgebaut werden, die Löhne müssen umgehend angehoben und Privatisierungen sowie Schließungen mit sofortiger Wirkung zurückgenommen werden. Impfstoffe müssen gerecht verteilt werden, da eine globale Pandemie nur global besiegt werden kann. Impfdosen müssen fair und gerecht verteilt werden und jedem Menschen überall zur Verfügung stehen und nicht den Profiten weniger dienen. Darum fordern wir keine Patente auf Impfstoffe. Damit wir gemeinsam durch die Covid-19-Pandemie kommen, müssen Maßnahmen wie zum Beispiel die umfangreiche Arbeitspause vieler Menschen solidarisch finanziert werden. Wir brauchen europaweit eine Covid-Solidaritätsabgabe auf hohes Einkommen, auf hohes Vermögen und auf Unternehmensgewinne.